Aus erster Hand. Lisa König und Jan Böhmann im Gespräch mit Andreas Eschbach. Liebe Studierende, herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Aus erster Hand mit einem Gast, den wir heute bei uns haben, auf den wir uns beide, ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen kleinkindmäßig gefreut haben. Das ist so ein bisschen wie, wenn man so vorm Süßigkeitenregal steht und sich aussuchen darf, was man gerne möchte. Und ungefähr genauso lief das mit unserem heutigen Gast, nämlich mit Andreas Eschbach. Es ist wunderbar, dass Sie da sind. Ja, was bin ich denn dann? Schokolade oder eher so Zuckerzeug? Bei mir wären es saure Gummibärchen, aber das ist... Oh, ganz gefährlich. Oh. Sehen Sie? Ich würde Sie ganz kurz unseren Studierenden nochmal vorstellen, für diejenigen, die die letzten, ich weiß nicht, 30 Jahre unter einem Stein verbracht haben, literarisch. Das ist also Andreas Eschbach, geboren am 15. September 1959 in Ulm, also gar nicht so weit entfernt von meiner Heimatstadt. Das ist sehr schön. Es wird immer lokal näher zu uns angesiedelt. Das ist klasse. Hat dann damals in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik studiert, allerdings unabgeschlossen, was allerdings vielleicht die ein oder andere Wendung in den Romanen vielleicht nochmal erklärt, und hat dann als Softwareentwickler und Unternehmer eben gearbeitet, bis dann die ersten Romane Bestseller geworden sind. Und seitdem beglückt er uns regelmäßig mit extrem dichten Welten, mit sehr sympathischen und manchmal auch sehr unsympathischen Figuren, die aber nichtsdestotrotz nicht umso dichter und erzähltheoretisch spannender sind. Jüngst, also das ist Ihre ganze Preisliste einmal vorzurattern, würde jetzt wahrscheinlich unsere Stunde sprengen. Darum nehme ich einfach nur den Jüngsten, der eben im 2021 dann mit dem Kurt-Laffitz-Preis für Eines Menschen Flügel, über das wir im Vorfeld lang diskutiert haben, dann eben ausgezeichnet wurde als bester Roman. Und wir freuen uns dann jetzt heute, dass Sie da sind. Vielen lieben Dank. Ja, schön. Jetzt ist es so, Herr Schwach, Ihr neuer Roman, der überraschenderweise sehr viel kürzer ist, als man das so gewohnt ist, erscheint jetzt in den kommenden Tagen. Sind Sie noch nervös vor so einer Veröffentlichung oder ist es mittlerweile so einfach routiniert, dass man denkt, ach komm, es ist der fast 20. Ja, also es ist natürlich schon ein bisschen Routine. Es ist nicht wie beim ersten Mal, sondern das ist dann schon... bekannt, aber es ist so dieser Moment, wenn so der Briefträger das Päckchen bringt mit dem ersten gebundenen Buch, man nimmt es dann raus und schlägt es auf. Das ist schon immer ein besonderer Moment. Mhm. Selbst dann, wenn man aufschlägt und als erstes einen Schreibfehler findet. Was wie viele Kollegen bestätigen können, häufiger vorkommt, als man denkt. Aber das ist in der Wissenschaft nicht anders. Nee, genau. Ja, das ist irgendwie Murphys Gesetz auf Bücher angewandt. Und das, obwohl man so viel Zeit damit zugebracht hat, wirklich jedes Wort nochmal umzudrehen und jeden Satz sich genau anzuschauen, und die ganzen Rechtschreibprüfungen sind drüber gelaufen und ein Korrektorat hat stattgefunden und so weiter und so fort. Und dann ist trotzdem irgendwo. Das ist aber, wir fragen uns natürlich alle, wir haben ja die Ankündigung Ihres neuen Romans in emsig studiert und wir sind ja fast vom Glauben abgefallen, weil dieses Werk hat nur wenige hundert Seiten. Was ist passiert? Ja, es ist ein etwas ungewöhnlicher Roman, weil zum ersten Mal seit meinem allerersten, seit meinen ersten beiden Romanen, habe ich mal wieder einen Roman geschrieben, ohne einen Vertrag dafür zu haben. Okay. Mhm. Mein Vertrag mit dem Lübbe Verlag sieht nämlich so aus: Ich darf über alles schreiben, Hauptsache ich schreibe über 600 Seiten. Okay. Also das ist so, was drin steht. Und ansonsten steht dann immer Arbeitstitel Endpunkt, also wird alles noch bestimmt und so weiter. Das gibt mir natürlich ziemlich Freiheit, aber eben nicht die Freiheit, einen kurzen Roman zu schreiben. Mache ich eigentlich auch normalerweise nicht mehr so oft. In dem Fall war es so, es gab ein Projekt mit einem anderen Verlag, über das ich nicht sprechen darf. Mhm. Und aus dem ist aber auch nichts geworden, aber bis jetzt jedenfalls. Also dafür hatte ich Zeit eingeplant. Und dann
ist da aber nichts draus geworden erstmal. Und dann saß ich da und hatte nichts zu tun. Und das ist ein Zustand, den ertrage ich selten lange. Mhm. Und dann fange ich meistens an zu schreiben. Und ich hatte einen Roman angefangen. Ich hatte so Fragmente dafür. Und habe ich gedacht, jetzt mache ich einfach mal einen kleinen Roman und dann gucke ich mal. Und dann habe ich eben diesen Schlauesten Mann der Welt geschrieben. Relativ entspannte Sache. Und hab's dann meinem Verlag angeboten. Mhm. Und da war es dann so, wie man sich's vorstellt. Man schickt das Manuskript ein. Der Lektor sagt, oh ja, klasse, das will ich haben. Bietet einen Haufen Geld dafür und veröffentlicht es auch noch gleich. Also quasi, das habe ich ja letztes Jahr angeboten. Und ja, dann hat er gleich gesagt, das bringen wir gleich im Frühjahr raus. Also da hat er natürlich auch mit dem Hintergedanken gemacht, dass er diesen normalen Rhythmus von 2 Jahren nicht allzu arg stören wollte. Ja. Aber das gefällt mir immer gut, wenn ich nicht irgendwie ein halbes Leben drauf warten muss. Veröffentlichung, dass das dann erscheint. Und es ist halt jetzt so ein Ausnahmebuch. Es ist auch von der Art ganz anders. Meine Bücher sind ja sowieso immer anders, jedes Mal, aber das ist nochmal sehr viel anders als die gewöhnlichen Bücher. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Also bisherige Testleser, die waren alle ganz angetan. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Wir sind auf jeden Fall total gespannt, wie es dann aussehen wird, weil wir sind, also wie gesagt, wir kennen ja einmal alles. Und darum, uns wird auffallen, ob es anders ist oder nicht. Ja, was ich mich frage jetzt, die Hartteppichknüpfer sind jetzt fast 30 Jahre alt. Ja. Also das ist ja schon als Autor über 3 Dekaden wirklich... Das ist ein Prozess. Kaum, also wenn man sich so anschaut, in welchem Rhythmus auch die Werke so entstehen. Wie hat sich Ihr Schreiben verändert im Laufe der Zeit? Ich vermute, es hat sich verändert. Also, das müssen andere beurteilen, wie sich das Geschriebene verändert hat, ob ich schlechter oder besser oder anders schreibe. Ich bemühe mich natürlich schon immer so gut zu schreiben, wie ich gerade kann. Und ich denke, wenn ich bei so einem, aber es ist auch keine Regel. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt heute die Hartteppichknüpfer anschaue, dann ist das eine ganz andere Sprache als in vielen Romanen. Ja. Aber auch schon anders als die Solarstation oder das Jesus-Video. Ja. Und natürlich würde ich heute manches anders formulieren, aber ich glaube, das ist normal. Ja. Da warte ich oft keine 30 Jahre, bis ich im Manuskript sage, na, da können wir jetzt hier was anderes schreiben oder umstellen oder so. Das ist, wir haben das im Laufe der Reihe immer wieder erlebt, dass wenn wir dann die AutorInnen gefragt haben, ja, wie schreibt ihr denn? Dass es so eine Mischung aus 2 Polen gab. Das eine Extrem war bisher bei uns immer Kai Meier, der extrem strukturiert sich die Sachen angeguckt hat und ein narratives Drehbuch sich beinahe schon überlegte und es dann sehr systematisch durcharbeitete. Und auf der anderen Seite des Pols war dann Cornelia Funke, die dann eher so meinte, und die Geschichte muss sie auch finden und sie weiß am Anfang auch noch gar nicht, wie es unbedingt ausgeht. Was würden Sie sagen, wo sind Sie da auf diesem Spektrum? Auch eher so das Geplante oder doch eher das sich treiben lassen? Ich habe da gar keine so feste Position, sondern ich bin jemand, der auch mal verschiedene Ansätze ausprobiert. Also ich hab sowohl Romane schon sehr strukturiert geschrieben, also zum Beispiel der letzte erschienene Freiheitsgeld, das ist ja ein Krimi. Ja. Und ein Krimi, den kann man sehr schlecht einfach so schreiben, sondern der will geplant sein. Ja. Also das habe ich dann schon zu dem Spiel da in einer Zukunft, die man sich ausdenken musste, so sind viele Argumente drin zu berücksichtigen. Also da musste alles an seinem Platz sein. Also das war eher so ein sehr strukturierter Roman. Wobei es dann auch noch so ist, also man kann, das hat dem Kai Meier auch nicht anders gehen, man kann es noch so gut vorbereiten. In dem Moment, wo man es dann tatsächlich in Handlung umsetzt, sozusagen, wo die Kamera läuft, da passieren dann
oft noch Dinge, sei es, dass einem ein Satz rausrutscht, ja, wo man sagt, boah, der ist gut, den lasse ich, aber der Konsequenzen hat, weil man dann ja plötzlich, vielleicht hat dann die Figur eine andere Sprache, als man sich gedacht hat, oder sie hat eine andere Vorgeschichte, oder sie hat andere Vorlieben, und dann muss man eben an dieses Konzept gehen und es dann ändern und vielleicht weiter vorne noch was ändern und so weiter, um, nur um diesen Satz behalten zu können. Sonst irgendwie eine Wendung. Oder man stellt fest, man hat gesagt, ja, also er öffnet jetzt die Tür und dann stellt man fest, ah, der hat gar keinen Schlüssel dafür, wo kriegt er jetzt einen Schlüssel her? Weil man da nicht dran gedacht hat. Also, und die menschliche Fähigkeit, vorauszuplanen, ist, wie wir alle wissen, sehr begrenzt. Und man muss da fehlertolerant vorgehen. Aber auf der anderen Seite habe ich aber auch Romane schon geschrieben, die, wo ziemlich viel aus dem Bauch raus entstanden ist. Also zum Beispiel die Blackout-Reihe. Vor allem der erste Roman, den habe ich angefangen zu schreiben. Und ich wusste nicht mal so richtig, wie es in der Mitte aussieht, vom Ende ganz zu schweigen. Da hatte ich nur ganz vage Vorstellungen. Aber ich wollte irgendwie nicht diesen, weil das so gut gelaufen ist, diesen Zauber zerstören. Bin dann einfach dem gefolgt. Und ich habe das so beschrieben, ich schreibe jetzt im Tiefflug. Also ich weiß gar nicht, was hinter der nächsten Bergkette kommt, weil ich jetzt hier im Tiefflug über der Geschichte bin und eben dem folge, was ich da sehe und darauf reagiere. Und dann hat sich das so entwickelt, auf eine verblüffend organische Weise. Und das ist bei den anderen Romanen, es ist immer was dazwischen. Also manchmal ist es so, dass ich eine Szene habe, die Ausgangspunkt ist für einen Roman. Also ich jetzt beim Teufelsgold beispielsweise, diese erste Geschichte, die sehr alt ist, die habe ich schon in den 90ern geschrieben und immer gedacht, ja, da muss mal ein Roman draus werden. Das habe ich so auch 20 Jahre vor mir hergetragen. Und ich hatte aber auch eine Idee für den Schluss, bloß die beiden haben sehr schlecht zusammengepasst im ersten Blick. Also da musste ich ganz viel rausfinden. Ja, und so. Also ich bin da irgendwo dazwischen. Ich plane so viel wie nötig. Der eigentliche Spaß ist schon das Schreiben selber. Ich muss gestehen, das überrascht mich total. Absolut. Also jetzt nicht bei allem, sowas wie bei Exponentialdrift oder sowas, da gehört es ja auch zum Konzept dazu, wenn ich das richtig verstanden habe. Da müssen wir später auch noch unbedingt drüber sprechen. Aber ich hatte den Eindruck, dass ganz viele ihrer Werke einfach so schön durchchoreografiert sind. Also jetzt beispielsweise, also klar, jetzt der Nobelpreis ist auch wieder ein Krimi, wo aber sozusagen durch diese eine Nachfrage am Ende das gesamte Gerüst in sich zusammenbricht, was ich ganz zauberhaft finde. Aber auch sowas wie jetzt eines Menschen Flügel. Ja, also allein diese Weltenkonstruktion. Ich glaube, bei dem sind wir am neugierigsten eigentlich, wieso der Schaffensprozess lief. Weil auch das geht ja auf eine ältere Kurzgeschichte zurück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Wie gehen Sie an sowas ran? Also Sie sagen so, okay, jetzt ist mal wieder Zeit. Ich muss mal wieder von der Straße runter. Ich muss jetzt mal. Das nächste Buch steht an. Wie gehen Sie ran? Also, das ist auch jedes Mal verschieden. Aber bleiben wir jetzt mal gerade bei eines Menschenflügel. Also, es gab diese Kurzgeschichte, die ich eigentlich geschrieben habe, als Beitrag für eine französische Kinderbuchanthologie. Und die dann nie erschienen ist. Ist dann separat erschienen in einem Sammelband zu den Utopiales, glaube ich, 1999. Und ich wollte es gar nicht auf Deutsch rausbringen, weil ich das Gefühl hatte, da steckt noch mehr drin. Also es war so ein Fall von einer Kurzgeschichte, die eigentlich ein Romananfang ist. Dann ist es erstmal ein Zettel in meiner Ideensammlung. Es ist so ein kleiner Ordner. Was kann da draus werden? Und dann kritzle ich halt erstmal rum auf dem Papier und notiere so ein paar Ideen, die mir so aus dem hohlen Bauch einfallen. Und die sind typischerweise
alle unbrauchbar. Aber es ist mal ein Anfang gemacht. Also man muss, wenn es darum geht, dass man eine Idee sucht, muss man oft erst Ideen aus dem Weg räumen, indem man die aufschreibt, um dann zu sehen, nein, so nicht. Die doch nicht. Die doch nicht, nein. Oder auch vielleicht auch generell Romanideen sind so vielleicht die ersten 100 taugen nichts. Das setzt aber sozusagen irgendeinen Mechanismus im Hinterkopf in Bewegung, der dann da dran rumkaut, weil es ja offensichtlich ein ungelöstes Problem ist. Mhm. Ich möchte da weiterschreiben, aber ich weiß nicht wie. Und dann gibt's halt so eine Instanz, die dann da dran rumnagt und nagt und ab und zu dann eine Idee ausspuckt, die mir dann so in den Sinn kommt, sage ich, ja, können wir vielleicht so machen, können wir vielleicht so machen. Und dann war halt so ein Aspekt, ja, also eine Idee, was wäre, wenn jetzt diese fantastische Leistung, da zum Himmel aufgestiegen zu sein und die Sterne gesehen zu haben, von denen alle bloß mythisch reden, wenn das gar nichts Tolles wäre, sondern wenn das sozusagen der Anfang einer Katastrophe wäre. Und Anfänge von Katastrophen, da lassen sich immer gute Geschichten. Aber ist bei dem Buch war es natürlich wesentlich, dass ich mir wirklich viel Zeit gelassen habe, mir diese Welt auszudenken. Mhm. Und da hatte ich habe mich mir dann irgendwann ein eigenes Ringbuch oder so ein Spiralnotizbuch, ein großes, gekauft und habe da drin halt so Sachen notiert, die mir so einfallen, die mir so in den Sinn kommen. Also wie so Karten gezeichnet und Namen notiert und versucht, diesen Kontinent zu entwerfen. Kontinente zu entwerfen ist gar nicht so einfach. Also, man kann nicht einfach, vor allem, weil ich wusste, dass ich bestimmte Sachen brauche. Also ich brauche diese große Wüste, diese Graswüste, die man nicht durchqueren kann mit dem Fliegen allein, weil man dazwischen nicht rasten kann. Und wenn jemand fliegen kann, dann legt er ziemlich schnell ziemlich große Strecken zurück. Also es muss ein ziemlich großer Kontinent sein. Da muss man dann ziemlich viel skizzieren und wieder verwerfen. Dann gibt es so gewisse Regeln. Also Flüsse verlaufen nicht beliebig, sondern die folgen Gebirgszügen und Vulkane sind nicht einzeln da, sondern die folgen irgendwelchen Risslinien in diesen Kontinenten. Lauter so Sachen habe ich mir dann halt überlegt, beziehungsweise mir auch so Artikel gelesen von so erfahrenen Weltenbauern, die für jeden Roman eine andere Welt erstellen und was die so schreiben. Auch Klimazonen und Wetterverhältnisse und so weiter. Das ist aber, Herr Eschbach, an der Stelle muss man ja sagen, andere Autoren würden aus sowas halt ein Lebenswerk machen. Und sie machen halt einen Roman draus. Es sind 1300 Seiten, also es ist viel. Aber das ist einfach an der Stelle, sie machen ja bei jedem Roman so eine große Welt auf. Ja, sagen wir mal so, ich habe ja sonst nichts zu tun. es ist natürlich schon auch irgendwo ein Lebenswerk, weil ich jetzt ja wirklich da 20 Jahre lang dran gebastelt habe. Das ist nicht ein ganzes Leben, aber es ist schon ziemlich viel. Ja. Wir waren stehen geblieben. Sie machen die Flüsse nach Gebirgen. Okay, also und Klimazonen und Welten werden konstruiert. Da waren wir eigentlich. Dann muss man sich auch den Alltag dieser Leute überlegen. Also das sind jetzt Menschen, die Flügel haben, also die quasi so ungefähr so aussehen müssen wie Engel. Also die haben nicht anstelle von Händen, Flügel, sondern die sind sechsgliedrig, also die haben die zusätzlich und die leben auf großen Bäumen, auf sehr großen Bäumen, also da kommt einem dieser Avatar-Film in den Sinn von James Cameron, solche Giganten müssen das sein. Die haben eine sehr naturverbundene und kollektive Lebensweise und dann müssen sie so kleine Problemchen haben und was weiß ich, dass man sich gegenseitig die
Parasiten aus den Flügeln zupft, weil man ja da hinten nicht rankommt und solche Sachen. Und all das habe ich mir so überlegt und all das soll ja dann irgendwo auch vorkommen. Und dann hat sich so nach und nach auch eine Handlung rausgebildet, in dem Maße, wie ich dann auch Figuren entwickelt habe. Und naja, dann hatte ich eben dieses, mir irgendwann überlegt, dieses formale Prinzip, praktisch jede Perspektive nur einmal zu bringen, was jetzt ja auch ein, sozusagen ein Hemmschuh ist, weil es natürlich ist es eleganter, wenn man die Perspektiven wechselt und von einem zum anderen geht, aber das kann man nicht mit 30 Figuren machen. Genau. Aber wenn man es hintereinander bringt, wenn jeder sein Kapitel kriegt, dann kann man es machen. Und ich wollte eben diese Welt, also nicht jetzt nicht nur diese Welt, sondern praktisch diese Gesamtheit der geflügelten Menschen, wie die in ihrer Welt leben und so, das war sozusagen meine Hauptfigur. Mhm. Die wollte ich halt von möglichst vielen Perspektiven aus zeigen. Und deswegen müssen meine Helden auch da große Strecken zurücklegen und in viele Winkel gehen und das Vorhandensein weiterer Winkel zumindest andeuten und so weiter und so fort. Und dann ja, und dann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt fange ich da tatsächlich mal an, das weiterzuschreiben. Mhm. Das heißt, ein paar Fragmente hatte ich natürlich schon vorher geschrieben, die sich dann verwerten ließen. Aber es ist dann schon so der Moment, wo man sagt, jetzt geht die richtige Arbeit los. Das ist ein Aufschreiben von Ideen, das ist eher so eine Art Tagträumen mit Notizbuch. Aber dann sich hinzusetzen und sagen, so jetzt schreibe ich und jetzt denke ich mir die Szene aus und die nächste und die nächste und die nächste. Da wird es dann allmählich Arbeit. Und dann merkt man, wie ich schon gesagt habe, in dem Moment, wo man dann anfängt, tatsächlich zu schreiben und es sozusagen Wirklichkeit werden zu lassen, da merkt man dann, dass doch ganz viel noch fehlt und man muss dann Pause machen und sich überlegen oder man schreibt mal was hin und streicht es wieder weg und so weiter. Und diese Geschlossenheit, die Sie gerade erwähnt haben, die kommt natürlich auch daher, dass man am Schluss dann vieles nochmal überarbeitet. Und das ist etwas, was ich an der Kunstform des Schreibens besonders mag, ist, dass man es nicht aufs erste Mal richtig hinkriegen muss. Also wenn Sie tanzen und ausrutschen, dann landen Sie auf dem Boden. Wenn Sie ein Musikinstrument spielen und spielen den falschen Ton, dann quietscht der halt dazwischen. Wenn man sich beim Schreiben vertut, das merkt kein Mensch, vorausgesetzt, man ändert es ab, bevor es in Druck geht. Und das bemühe ich mich, das zu tun. Da muss ich jetzt nochmal kurz rein, weil ich einfach, ich finde das so spannend. Ich hatte mich nämlich auch gefragt bei eines Menschen Flügeln, was war zuerst da? Also jetzt nicht Henne oder Ei, das wäre eine schlechte Metapher, sondern die Frage ist sozusagen der Kniff am Ende. Also Beginn ist sozusagen diese Idee da. Ich will jetzt ja gar nicht zu viel spoilern für die Leute, die vielleicht noch nicht ganz durch sind. Aber sozusagen dieser Kniff am Ende oder in welcher Welt spielt es, wie ist es? Weil auch da wieder, es beginnt ja auch für den Leser. Ich weiß noch, ich dachte, oh, jetzt kommt eine Familiengeschichte. Und es stellt sich ja dann im Laufe der Zeit raus, nee, eigentlich ist es ja keine Familiengeschichte. Eigentlich ist es ja eine Weltengeschichte. Geschichte, ja. Und war dann jetzt, also es klang jetzt gerade so, es war sozusagen erst die Lust auf die Welt und dann zu sagen, okay, dann finden wir auch eine Geschichte, die in dieser Welt spielt. Oder war es schon... Andersrum. Genau, wie rum? Es war schon die Lust auf die Welt war zuerst da. Mhm. Und dann die Suche nach einer Geschichte, mit der man möglichst viel von dieser Welt zu sehen kriegt. Ja. Also Sightseeing. Ist das dann Welt der geflügelten Menschen in 14 Tagen. ist das dann bei vielen Ihrer Romane so, dass da eher die Lust auf die Welt da ist oder eher die Geschichte? Weil jetzt zum Beispiel, wenn wir an NSA dann auch wieder denken, wo Sie ja auch wieder, also Sie schaffen es ja in jedem Ihrer Romane, irgendeine große anthropologische Grundfrage irgendwie so aufzuwerfen, in Gänze zu bearbeiten und den Leser damit dann so ein bisschen mit seinen eigenen Gedanken alleine zu lassen. Und ist das dann öfters so, dass dann eher so die Welt da ist oder erst die Frage, erst die Geschichte? Oder ist das ganz unterschiedlich? Das ist unterschiedlich, glaube ich. Also ich gucke gerade an mein Regal gegenüber.
Ja, also NSA zum Beispiel oder NSA, ja. Müssten wir es eigentlich aussprechen. Es ist ja ein Amt, genau, richtig. Ja. Das Nationalsicherheitsamt. Da war, also das war, ist so einer der Romane, wo man diese Grundidee so ganz knallig auf einen Satz bringen kann. Was wäre, wenn es zu Hitlers Zeiten schon unsere heutige Computertechnologie gegeben hätte? Und was jetzt nicht ein Roman eigentlich ist über das Dritte Reich, sondern über unsere heutige Zeit und ihre Gefahren. Und da war dann schon dieser Wunsch da, diese Frage von möglichst vielen Seiten zu beleuchten und auszumalen. Also auch in diesem Gegensatzpaar der beiden Helden. Ein so ein gewissenloser Typ, der sozusagen seinen Wissensvorsprung ausnutzt für primitive Zwecke und seine persönlichen Kopfprobleme, die er da hat. Eine, die sich versucht durchzulavieren und trotzdem an das zu kommen, was sie sich wünscht und so weiter. Und daraus entsteht dann die Handlung in einer gewissen Folgerichtigkeit, weil man sagt, ja, das muss irgendwie anfangen, also die müssen an diese Positionen kommen und man musste ja auch ein bisschen die Vorgeschichte jetzt nicht erklären, aber zumindest so glaubhaft machen, dass man für die Dauer der Lektüre sagen kann, ja, jetzt nehmen wir einfach mal an, das wäre so gewesen. Also insofern ist es jetzt nicht so eine richtige Hard-SF. Also die richtige Hard-SF ist so, richtige harte Science-Fiction ist diese, was wirklich sozusagen durchrechnet bis auf die letzte Kommastelle und sagt, also wenn wir das mit der Antimaterie so und so machen könnten, dann wäre das und das die Folge. So, das sind so Geschichten, die mich auch selten zum Lesen gereizt haben. Und was man nicht liest, kann man auch nicht schreiben. Aber man muss für die Dauer des Romans doch sozusagen, braucht man das Einverständnis des Lesers, dass er sagt, ja, ich nehme jetzt mal an, dass das so ist, wie der sagt und denkt über bestimmte Sachen nicht weiter genauer nach im Interesse des Lesevergnügens. Also das muss man nicht bloß bei Superheldengeschichten und sagt, ja, also gut, da ist einer, der kann Spinnfäden aus seinen Armgelenken schießen. Da denken wir auch nicht drüber nach, wie viel Stoff das sein muss und wo der herkommt und ob der nicht irgendwann ganz abgemagert von der Fassade fallen müsste. Ist einfach so. Aber gleichzeitig. So ein bisschen in dem Stil muss man an die Sache rangehen. Ja. Aber gleichzeitig wissen Sie sehr viel über die Topografien von Kontinenten. Auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass sozusagen von Ihrer Feder aus einfach mal Wirklichkeit so geschaffen wird, sondern es fließt, klang so gerade, doch sehr viel Recherche auch mit rein. Also das ist was ich bei eigentlich allen Romanen habe. Mhm. Eine große Lust an Recherche und die Leute auch daran teilhaben zu lassen. Also sei es jetzt, also wir können gleich bei Eines Menschen Flügel total schön bleiben, weil es da ist, ist das über diesen Raum, aber auch beim Freiheitsgeld haben wir das ja auch. Die Fragen Pro und Contra, bedingungsloses Grundeinkommen, was wäre wenn? Oder auch, sei es Solarstation oder auch beim Ausgebrannt, wo einfach Gedanken, die man sich heute schon machen kann, einfach sehr konsequent zu Ende gedacht werden. Genau, und dann dadurch eigentlich ja erst überhaupt eine Welt konstruiert wird. Aber dieses Zu-Ende-Denken beinhaltet ja auch vorher viel erstmal Input sammeln, weil das ist ja alles schwer fundiert, so scheint es mir. Ich habe den Eindruck, das ist auch eine große Freude am Schaffen, die Sie haben. Ja, also es ist so, dass die Kausalität ist eigentlich so. Also da ist eine Idee für ein Buch, die so verführerisch ist, dass ich merke, die wird nicht mehr weggehen, es sei denn, ich schreibe dieses Buch. Und diese Idee stößt aber bei mir auf vielerlei Unkenntnis in vielerlei Gebieten. Und dann sage ich, ja, dann muss ich mich da
schlau machen, damit ich mich nicht blamiere und die Geschichte irgendwie in sich zusammenfällt, weil ich da irgendwelche Sachen behaupte oder ja auch gar nicht wüsste, was ich dann behaupten sollte. Also mache ich mich schlau, lese Bücher, stöbere im Internet, frage Leute. Und das ist sozusagen die Idee selber, die mich jetzt zwingt, mich schlau zu machen. Und das Stichwort vom Teilen, das stimmt insofern, weil es mir so oft so geht, dass ich das auch höchst faszinierend finde, was ich da entdecke. Ja. Und dass ich eigentlich so das sozusagen mit den Lesern teilen will, meine Faszination davon, die oft erst entstanden ist im Lauf dieser Recherche. Ganz besonders ausgeprägt war es bei meinem Roman $1 Billion. Mhm. Das war ja auch so eine alte Geschichte. Also die Grundidee mit dieser Erbschaft von $1 Billion, ja, die hatte ich schon mit 16. Die hatten wir alle. Ich habe eigentlich gar nicht. Ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit, habe ich immer Buchprospekte aufgeschlagen mit der Angst, das hat schon einer geschrieben. Weil mir das so naheliegend erschien, dass man darüber einen Roman schreiben würde. Und ich konnte ihn selber nicht schreiben, weil ich lange Zeit nicht wusste, was dann weiter passieren sollte, nachdem man dieses Geld geerbt hat. Das kam dann eben im Laufe der Zeit, hat sich das eben herausgestellt. Und ich habe aber schon im Vorfeld sehr viel über dieses Thema Geld und Geldsystem und was wir da so gemacht haben, nicht recherchiert. Aber es hat, ich meine, das ist ja etwas, was naturgemäß jeden interessiert, weil wir einen großen Teil unseres Lebens damit zubringen, dem Geld nachzujagen und nicht so recht verstehen, was es damit eigentlich auf sich hat, wieso manche so viel haben und wir so wenig. Und dann war es auch so, ich war ja in der Zeit dann auch selber Unternehmer, habe da ziemlich viele reiche Leute kennengelernt, auch so meine Beobachtungen gemacht, die auch in das Buch eingeflossen sind. Und es war schon bei diesem Buch so, dass ich eben diese Verblüffung darüber auch teilen wollte, dass das Geldsystem ja etwas ist, was wir Menschen geschaffen haben. Also da gibt es keine natürliche Grundlage, das ist nicht eine Variante von irgendwas, was wir in der Natur finden oder in der Kernphysik oder was auch immer, sondern das ist einfach eine soziale Erfindung, eine Vereinbarung, dass wir sagen, diese Scheine, die sind was wert. Mhm. Da halten wir uns alle dran. Und obwohl so unsere Schöpfung ist, haben wir es nicht im Griff. Also ständig ist das Finanzsystem am Kollabieren und an der Kernschmelze und macht Krisen noch und nöcher. Also unser Traum sozusagen der Beherrschung der Natur und ihrer Gewalten, den wir ja immer träumen, und auch in der Science Fiction wird er ja sehr geträumt von Leuten, die zukünftige Menschheiten, ganze Planeten neu bauen lassen und Sonnen versetzen und Zeitreisen und weiß der Teufel. Und es ist auch so, wir haben nicht mal das im Griff, was wir selber erfunden haben. Das überrascht uns auch ständig. Und das fließt dann natürlich auch in dieses Buch ein. Das ist so eine Grundschwingung. Mhm. Während ich das schreibe, kommt immer dieses Staunen immer wieder hoch und dann schlägt sich das natürlich irgendwie auch im Text nieder. Ja. Aber das ist da dann eigentlich, ist ja Freiheitsgeld nur die konsequente Weiterführung dann davon. Nämlich zu sagen, ja, was machen wir denn, wenn eigentlich jetzt Geld nicht das Zentrale ist, beziehungsweise wenn eben jeder, für diejenigen, die Freiheitsgeld noch nicht gelesen haben, bedingungsloses oder bedingungsloses Grundeinkommen ist eine zentrale Größe im Rahmen dieser Welt. Es ist nicht die zentrale Geschichte, die erzählt wird, aber es ist eins der zentralen Strukturelemente. Ist das dann so das Konsequente, wenn man es weiterdenkt, wie kann man dann solche Kreise durchbrechen? Nee, es war eigentlich nicht die Motivation, sondern die Motivation war, dass ich an ein paar Diskussionen teilgenommen habe, als damals Google Plus aufkam und noch eine Diskussionsplattform war, die was getaugt hat in den ersten 2 Jahren. Und da habe ich dann so
darüber diskutiert und ich jetzt als, sagen wir so, wenn man mal Unternehmer war, sieht man gewisse Dinge anders als Leute, die das nicht waren. Also auch das Thema Risiko beispielsweise, dass man eben, um einen Kredit zu kriegen, sozusagen den Rest seines Lebens verpfändet, für den Fall, dass man den nicht zurückzahlen kann und dann eben merkt, was das für eine Last ist, die dann auf einem ruht und so weiter. Da sieht man auf gewisse Dinge anders. Und ich habe dann auch so diese Begeisterung fürs Grundeinkommen nicht so recht teilen können. Und vor allem auch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie das funktionieren soll und kann es mir eigentlich immer noch nicht so richtig vorstellen. und vieles, was da diskutiert worden ist, ist dann in einer oder anderen Form dieses Buch eingeflossen. Und weil ich eben so das Gefühl hatte, ja, das ist so eine Idee, die wird nicht so schnell weggehen. Ja. Und da habe ich dann eben weiter drüber nachgedacht. Und da war auch dann so dieses, da war das Staunenselement, war das, dass es zu dem bedingungslosen Grundeinkommen viele Theorien gibt, aber keine Simulation. Also keiner, der das mal durchrechnet, was wäre, wenn, also in demselben Maße, wie man jetzt, was weiß ich, SimCity hat, wo man sagt, ich baue jetzt hier ein Industriegebiet hin und dann simuliert dieses Programm durch, was daraus an Steuern entsteht und so weiter. Also die Techniken dazu wären da, aber man will es, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Und das war auch so ein bisschen was ich dann so da einfließen lassen wollte. Und ich wollte aber gleichzeitig die Welt nicht jetzt als sozusagen ein 1985 oder so schildern. Also so eine dystopische Welt, wo alle Geld kriegen und man sich nichts dafür kaufen kann. Weil dann habe ich eben den Aspekt der Roboterisierung, der in diesem Zusammenhang, da glaube ich, tatsächlich eine große Rolle spielt. Ja, auf jeden Fall. Damit eingeflossen. Und ja, und die schließliche Auflösung hat ja dann auch ein bisschen was mit all dem zu tun. Wobei auch da wieder bei dem Werk, ich habe da auch viel mit Leuten drüber gesprochen, die dem bedingungslosen Grundeinkommen sehr positiv gegenüberstehen und die dann sagten, oh, das ist aber schon eine kritische Auseinandersetzung. Ich selber habe das ganz anders gelesen, lustigerweise. Also ich habe so den Eindruck, eher es werden viele Perspektiven aufgemacht, aber entscheiden muss man dann am Ende doch als Leser selbst, welche Position man haben möchte. Das Schöne ist alleine, wenn man sich eben so diese Gegenüberstellung von den beiden Supermarktszenen so anschaut. Wenn dann zuerst die Supermarktszene im Sektor A eben beschrieben wird und dann auch außerhalb dann eben der Oasen, die ja strukturell ganz, ganz ähnlich gemacht sind, aber halt einfach nur eine Multiperspektivität ermöglichen. Denn ohne, dass man jetzt wirklich klar Position für das eine oder das andere beziehen muss. Ja. Ja, also das war mir schon wichtig, da jetzt nicht, also was ich gar nicht leiden kann, sind so Romane, die versteckte Propaganda sind, die bloß so eine Sichtweise zu Wort kommen lassen und die andere gar nicht ganz ausblenden oder als blöd darstellen und so weiter, sondern ich suche ja schon, also mein Schreiben ist schon auch ein Suchen nach Antworten und auch, das erfordert auch die sozusagen die Einstellung, dass man manche Dinge auch einfach erstmal stehen lassen muss, sagen offen, so jetzt denkt mal drüber nach, bildet euch euer eigenes Urteil und so weiter. Zugleich bin ich drüber gestolpert, weil eigentlich, das ist so eine Frage, die habe ich mir gestellt, es ist eigentlich eine der wenigen Utopien. Ja. Insofern, die Klimakatastrophe ist abgewendet. Übers Ende sprechen wir jetzt nicht, aber es scheint ja auch ein Interesse daran zu geben, den Planeten zu bewahren, was ja durchaus utopische Züge hat. Aber es hat natürlich auch diese dystopischen Elemente, die ja doch immer wieder so durchschwingen. Und da habe ich mich gefragt, also natürlich, das ist, selbstverständlich ist das gewollt, aber auch da wieder diese Balance zu finden, zu sagen, okay, das eine geht jetzt nicht zu weit ins andere. Wer gleich das Ende mich zugegebenermaßen überrascht hat, es kam zum einen sehr plötzlich und zum anderen war es auch ein
Es war zügig. Es war also für mich war es so und gleichzeitig war das auch ein Stück weit überraschend, sozusagen, dass es dann doch so ausgeht. Inwieweit steckt da doch so ein geheimes Curriculum hinter, dass man sagt, okay, es werden ja selten sozusagen die ganz klaren Antworten am Ende gesetzt, aber natürlich schwingt sozusagen es schwingt was mit. So. Also das hat jetzt, glaube ich, seinen Grund darin, dass ich, oder sagen wir mal, das spiegelt meine Sichtweise auf das menschliche Dasein wider. Ich glaube nicht, dass es je so weit kommen wird, dass wir alle in einem Paradies leben, sondern dass es immer Licht und Schatten geben wird und geben muss, weil sonst das Leben unerträglich langweilig würde. Also, oder beziehungsweise wir haben die Fähigkeit, egal wie gut es uns geht, irgendwelche Probleme kriegen wir schon hin, die uns dann doch wieder schlaflose Nächte bereiten. Und selbst wenn es irgendwelcher Pipi-Kram ist. Also von daher finde ich diese Vision im Freiheitsgeld, würde ich sagen, das ist eine meiner optimistischsten Zukunftsvisionen, die ich mir selber noch glauben kann. Das ist also der wichtige Aspekt dabei. Weil natürlich jetzt, man kann sagen, ja, aber Star Trek ist doch viel toller mit den Vulkaniern und so weiter, aber da braucht es eben Vulkanier und die kommen wahrscheinlich eher nicht. Und wenn, dann nicht so. Also man kann sich natürlich viele tolle Zukünfte ausdenken, aber da einen Weg hinzufinden, das hat noch keiner geschafft. Also die ganzen positiven Zukunftsvisionen, die es gibt, Star Trek oder Perry Rhodan, da kommen immer Außerirdische und beglücken uns mit ihrer Wundertechnik. Und wenn wir die nicht haben, dann trotzdem einen positiven Weg in die Zukunft zu finden, das ist die Herausforderung unserer Zeit. Ich habe noch mal eine Frage zum Schreiben. Vielleicht haben wir ganz kurz nur den Aufruf zwischendrin für unsere Studierenden, weil, liebe Studis, bitte denken Sie dran, so fasziniert Sie jetzt vielleicht gerade sein mögen. Wir sind uns sicher, Sie haben wie immer auch Fragen. Schicken Sie uns die bitte, wenn Sie das erste Mal dabei sind, wissen Sie das nämlich noch nicht, direkt an die Chat-Kontrolle. Das ist unser Tablet, das liegt neben uns. Das heißt, genau. Das heißt, da können wir dann sehen, welche Fragen Sie haben und werden die dann auch jetzt eben noch in dem Gespräch mit einfließen lassen, sodass Sie da Bescheid wissen. Sie dürfen voll gerne anfangen zu tippen nebenher. Das ist in Ordnung, gerne an die Chatkontrolle. So, jetzt zurück zum Schreibprozess. Genau, weil das hatten Sie gerade auch bei Eines Menschen Flügel. Es war Ihnen irgendwie klar, dass Sie die Geschichte der Welt aus verschiedenen Perspektiven erzählen wollen, aber jede Perspektive soll nur einmal zu Wort kommen. Solche handwerklichen Fragen, also wie erzähle ich die Geschichte, durch wen, mit wem, oder ist halt eben auch bei Eines Menschen Flügel eben diese Sache zu sagen, also es wäre so einfach gewesen, einige Figuren öfter drankommen zu lassen, andere habe ich hinterher auch sehr vermisst, Anaris beispielsweise. Genau, es hat uns sehr ungetrieben, dass Anaris nie wieder vorkam. Ja, nicht nicht in ihrer Hauptperspektive. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch in dem Glauben, es wird eine Familienchronik und Anaris wird die nächste große Seglerin und dann man lernt ja stetig dazu in so einem Prozess des Lesens. Nee, aber im Prozess des Schreibens. Wann fallen solche Entscheidungen? Ist das schon relativ früh oder ist das manchmal auch einfach so handwerkliche Lust, dass Sie sagen, oh, da hätte ich jetzt einfach Lust drauf, sowas mal auszuprobieren, ob das klappt? Ja, also ich kann das gar nicht so genau sagen, warum. Also letztlich habe ich es so gemacht, weil sich die Vorstellung, es so zu machen, am besten angefühlt hat. Wie man jetzt zu diesem Gefühl kommt, weiß ich nicht. Es war halt so. Also ganz viel ist ja auch geprägt durch die Lektüre, die man hat. Dass man eben sieht, wie andere irgendwas gemacht haben und was dann in einem so den Wunsch weckt, oh, sowas will ich auch mal machen. Oder also so würde ich es nie machen. Es war einfach so, dass ich mir überlegt habe, ja, die normale Herangehensweise ist, okay, wer soll jetzt die Hauptfigur sein? Wie viele weitere Perspektivfiguren habe ich? Und da gibt es so eine Regel, also für einen Roman dürfen es eigentlich nicht mehr als 5 Perspektivfiguren sein. Ja.
sonst kommt man als Leser durcheinander. Und da habe ich dann schon so drüber nachgedacht und gesagt, ah, nee, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich einen mal verschwinden lasse oder sterben lasse und ein anderer übernimmt dann oder so. Als ich mir dann überlegt habe, halt mal, die erste Geschichte ist jetzt die Geschichte vom Owen und dann die zweite Geschichte, die von der Iris. Und wenn ich einfach so weitermache, nicht einfach nur einzelne Figuren, und dann habe ich gedacht, ja, so mache ich es. Ja. Und das war aber eine gefühlsmäßige Entscheidung, weil ich mir letztlich stelle ich mir schon, bevor ich schreibe, das fertige Buch vor. Mhm. Also ich habe so ein Bild vor Augen, wie dieses Buch sein soll. Also jetzt nicht so, dass ich wüsste, wie das Cover aussehen soll, aber so eine, ich glaube, in der Psychologie nennt man das Gestalt. Also es ist so ein Ding in meinem Kopf, wo ich sage, da muss ich hin. Und das nimmt allmählich Gestalt an und dagegen halte ich alle Entscheidungen, sage, wird mich diese Entscheidung zu dem Buch führen, so wie es sein will oder nicht? Und wenn ja, dann mache ich so. Ja, das ist, was wir uns dabei immer wieder gefragt haben beim Lesen, gerade wenn Sie das jetzt so beschreiben mit den jeweiligen Perspektiven. Wie sehr mögen Sie denn Ihre Figuren? Weil das ist, Sie sind ja einer der Großen, der auch gerne mal den Protagonisten einfach umbringt. Oder dass am Schluss dann eben nur der ein oder andere übrig bleibt und der Rest halt auch nicht wiederkommt. Was man ja ansonsten im Science-Fiction-Genre ja auch oft hat, dass die auf magische Weise am Ende alle doch wieder da sind. Was es ja dann nicht mehr so plausibel meint. Also wie sehr mögen Sie Ihre Figuren? Schon, ja. Also, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich denke, auf eine gewisse Weise muss man alle Figuren mögen. Mhm. Vor allem die Bösewichter. Die muss man. Ist das so? Muss man seine bösen Figuren mögen? Ich frage das deshalb, weil diese Frage würde Cornelia Funke mit einem absoluten, hat sie mehrfach mit einem absoluten Nein, die bösen Figuren mag ich überhaupt nicht. Deshalb muss man daher auch diese Mögenfrage, weil das ist zum Beispiel. Muss man auch seine bösen Figuren mögen? Ja. Ja, man mag sie natürlich auf eine andere Weise. Also, jeder von uns hat ja sozusagen in sich eine dunkle Seite. Mhm. Nicht die der Macht, sondern der eigenen Persönlichkeit, der Schatten und so weiter. Und der ist es, glaube ich, der dann den Bösewicht mag. Mhm. Und indem man sozusagen sich diesem Bösewicht positiv zuwendet, kriegt dieser Schatten auch mal so ein bisschen Freigang. Mhm. Und das ist dann so eine gewisse Lust, sich das sozusagen in Gedanken auszutoben. Mhm. Und dann kann man es wieder wegpacken. Also es hat auch für den Autor selber, ich will jetzt nicht sagen, was kathartisch ist, aber was ein Element der Selbsterkenntnis. Also so merkt, was alles so an Finsterem in einem steckt. Und wie ja schon Goethe sagte, der hat also sich keines Verbrechens für unfähig hält, war auch eine weise Erkenntnis. Aber haben Sie schon mal ein Tränchen verdrückt, wenn Sie eine Figur haben sterben lassen? Oder ist das dann eher, das ist halt jetzt auch richtig so? Ja, doch, doch. Es gibt schon so Momente. Es ist so ein also ein bisschen wie so ein Passionsgefühl, so praktisch. Jemand geht so seinen Weg zu Ende und am Schluss stirbt er dann. Das ist sowas, was einen nicht kalt lässt. Also selbst wenn man jetzt nicht viel in die Kirche geht, das bewegt einen dann schon. Ja. Weil mir ging das zum Beispiel so mit Owen, als der dann eben, das ist Achtung, Spoiler-Alarm für alle, die es noch nicht weitergelesen haben, dann eben doch starb, ich höre extrem viel Hörbuch, weil ich viel eben auch im Auto eben mit unterwegs bin. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, du fährst jetzt mal rechts ran und hörst dieses Kapitel erstmal zu Ende und dann geht's weiter. Weil es dann eben in dem Moment einem ja die Figur doch irgendwie ans Herz wächst und dann über mehrere hundert Seiten begleitet. Ja, ja. Aber das ist dann halt so. Also da mischt sich auch dann so ein, ich sag mal, so ein gottähnliches Gefühl rein, dass du sagst, es tut mir jetzt schrecklich leid,
dass du dieses Schicksal tragen musst, aber es ist so vorgesehen. Etwas beinahe Schicksalshaftes in einem literarischen Prozess. Sie sprachen gerade Regeln an. So, also dass man sagt, okay, so fünf Figuren sollten als Perspektivträger fungieren. Vorher hatten wir auch schon kurz das über die Welten, wie sie gebaut sein sollen. Mhm. Inwieweit juckt sie das noch, dass es solche Regeln gibt? Oder inwieweit ist es auch vielleicht ein Spaß, sich mit diesen Regeln bewusst auseinanderzusetzen? Weil ich habe den Eindruck, Sie sind schon ein sehr reflektierter Schreiber. Ja, also ich habe schon immer eine große Sammelleidenschaft entwickelt, für so Bücher über das Handwerk des Schreibens, also das, was man da handwerklich lernen kann. Da habe ich eine viel zu große Sammlung davon. Und dann denke ich natürlich drüber nach, was diese Leute da schreiben und herausgefunden haben, ob das so ist. Stimmt nicht alles. Viele schreiben voneinander ab, die begegnet immer wieder den gleichen falschen Ratschlägen. Aber es sind eben manche Sachen dabei, wo man sagt, ja, da ist was dran. Und es ist aber so, dass im Schreiben nicht nur Handwerk ist, sondern eigentlich erst da interessant wird, wo es über das Handwerk hinausgeht, wo man dann von Kunst sprechen kann, ist das, was man nicht mehr lernen kann. Und das hat immer was zu tun mit Lernen. Also das, das Schöpfende, egal in welcher Kunst, glaube ich, dass man eben Sachen ausprobiert, dass man Sachen tut, die man eigentlich nicht tun sollte und versucht es dann so hinzukriegen, dass es doch funktioniert. Ja. Und ich meine, das ist im Prinzip schon bei den Hartteppichknüpfern bei mir so, dass ich da gegen ganz viele Regeln verstoßen habe, wie zum Beispiel, man braucht eine Hauptfigur. Und indem ich dagegen verstoßen habe, habe ich auch gemerkt, warum das so gut ist, wenn man eine Hauptfigur hat. Weil es dann viel einfacher ist, spannend zu schreiben. Und wenn man jetzt nach jedem Kapitel eine neue Figur einführen muss, das ist richtig anstrengend. Und das habe ich da sehr deutlich begriffen, indem ich es eben nicht gemacht habe. Wobei es damals nicht eine Entscheidung war, jetzt aus, ich probiere jetzt mal was, es war ja mein erster Roman, sondern damals hatte ich witzigerweise noch das Problem, dass mir 300 Seiten zu schreiben wie eine unmögliche Aufgabe vorgekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber Kurzgeschichten kriege ich hin, also schreibe ich einfach ein paar Kurzgeschichten, die so zusammenpassen, dass sie einen Roman ergeben. Und dadurch hat sich das dann ergeben, dass ich eben keine durchlaufenden Helden hatte und mir anders behelfen musste mit Geheimnissen, mit Andeutungen, mit einem sich allmählich weitenden Horizont und so weiter. Und das ist jetzt in der Zwischenzeit halt wirklich immer mehrere hundert Seiten, die sich dann so fühlen. Das ist so ein bisschen wie bei unseren Studierenden, die am Anfang vor ihrer 15-seitigen Hausarbeit total Angst haben. Sie denken, was soll ich denn auf 15 Seiten schreiben? Und dann wird die Masterarbeit wird dann 120 Seiten lang und die sagen, das ist viel zu kurz. Aber nochmal ganz kurz, dann schauen wir doch mal kurz auf den jungen Andreas, der da vor 30 Jahren die Haarteppichknüpfer schreibt. Und ich vermute, der Literaturbetrieb hat sich ja schon geändert, aber er war natürlich auch nicht so weit weg von dem heute, dass man sagen kann, das war eine ganz andere Welt. Das heißt, wie kommt man mit so einer Idee auch durchs Lektorat, wie kommt man überhaupt beim Verlag rein? Wie war dieser Weg in den Literaturbetrieb? Also, die Welt war schon eine ziemlich andere. Mhm. Also, Verlage hatten noch kein E-Mail, viele hatten noch nicht mal Computer. Mhm. Man musste gedruckte Manuskripte abgeben. Immerhin, ich hatte einen Computer und konnte das dann tun. Es war auch nicht so, dass die Verlagswelt diesen Roman begeistert begrüßt hätte. Weil das Problem mit einem Roman wie die Hartteppichknüpfer ist, dass er in kein Genre passt. Die wussten nicht, wohin. Also, oder wie mir einer mal, also ich habe dann was ganz Schlimmes gemacht. Ich habe, als ich so ungefähr die 20. Ablehnung damals hat man noch Ablehnungsschreiben bekommen. Das ist heute auch anders. Heute ist es so, wenn man nichts hört vom Verlag, dann ist es abgelehnt. Und damals hat man also noch Briefe bekommen, wo dann drin stand, ja, passt leider nicht in unser Programm und wir sind sowieso ausgebucht und
Wir wünschen Ihnen aber alles Gute und anderswo werden Sie bestimmt viel mehr Glück haben. Und also ich habe dann so Ablehnungsschreiben von quasi allen wichtigen deutschen Verlagen gesammelt. Auch von denen, bei denen ich in der Zwischenzeit veröffentlicht habe. und ich habe dann irgendwann gesagt, so jetzt rufe ich da mal an. Also zumindest bei denen, die den Fehler gemacht haben, einen Namen hinzuschreiben, eine Telefonnummer. Zwar nicht, um die zu überreden, das Buch durchzunehmen, das war mir klar, dass das keinen Zweck hat, sondern weil ich raushören wollte, woran es denn gelegen hat. Ja. Und einer hat mir dann gesagt, ja, wissen Sie, Herr Ischbach, auf der einen Seite ist das Buch atmosphärisch, aber nicht atmosphärisch genug. Auf der anderen Seite ist es versucht, spannend zu sein, aber es ist nicht spannend genug, also nicht actionreich. Es ist weder Action noch Atmosphäre, das ist so... So quasi nicht Fisch, nicht Fleisch, das hat er nicht gesagt, aber gemeint. Und dann nach diesem Telefonat hatte ich so einen altmodischen Telefonapparat an der langen Schnur, so ein großes, dickes Telekom-Teil damals. Mhm. Habe ich so auf dem Schoß gehabt, habe so gedacht, ja, also in Sachen Atmosphäre habe ich jetzt, glaube ich, bei den Hartebisch-Knüpfern so ziemlich alles gegeben, was ich kann. Aber was Action anbelangt, da traue ich mir schon noch mehr zu. Und dann in dem Moment habe ich dann beschlossen, das nächste Buch wird ein Action-Thriller. Ein Science-Fiction-Action-Thriller auf einer Raumstation, Mord und Totschlag und so weiter. Und dann habe ich Solarstation geschrieben. Was sich im Nachhinein als großes Glück erwiesen hat, weil auf die Weise habe ich mir sozusagen gleich einen ganz großen Winkel aufgebaut, weil jeder von denen, die Hartwig-Knüpfer gelesen hat und nachher die Solarstation gelesen hat, gesagt, also das ist aber was ganz anderes. Damals hatte ich sozusagen schon so einen Spielraum, in dem ich mich bewegen konnte. Und habe ich gedacht, ja, das ist gut, wenn ich zwei ganz andere Sachen habe. Die Solarstation an den Mann zu bringen, war dann überhaupt kein Problem. Da habe ich losgeschickt und hatte ein paar Tage später gleich zwei Angebote. Mhm. Also das mit Action war schon ein guter Tipp. ich weiß nicht wirklich, wie es jetzt heute zugeht in der Verlagswelt von der Perspektive eines Einsteigers aus. Ich glaube schon, dass heute dieses Self-Publishing eine große Rolle spielt. Wenn man dann die Chance hat, also man muss sich klar machen, der Verlag kauft nicht einfach nur ein Manuskript, sondern der kauft auch Leser. Ja. Das ist deswegen, warum ein arrivierter Autor mehr Geld kriegt, weil der Verlag sich sagt, da hat so und so viel 1000 Leute, die kaufen das auf jeden Fall. Damit können wir rechnen. Und dann verändert sich die Kalkulation. Während bei einem neuen Autor, der sein erstes Buch veröffentlicht, der hat zwar diesen Zauber des Neuen um sich herum. Und wenn es dann noch eine hübsche junge Frau ist, hat sie noch mehr Zauber und so weiter. Aber das hat man nur einmal. Und es ist ein Risiko. Es kann ganz toller Durchbruch sein. Es kann auch viel befeiert werden und dann in die Hose gehen. Also auch große Artikel in Zeitungen und Feuilletons und so weiter, die müssen nicht unbedingt bedeuten, dass die Leute daraufhin in die Buchhandlung rennen und das Buch kaufen. Da habe ich schon viel gehört von Kollegen, die gesagt haben, oh, ja, ich habe hier einen riesen Artikel in der Zeitung gehabt und nichts passiert. Der Verlag kauft sozusagen Leser schon mit. Und deswegen kann jemand, der sich über Self-Publishing eine Gefolgschaft aufgebaut hat, der hat natürlich dann, wenn er sagt, okay, ich mache es doch beim Verlag, gute Karten, stelle ich mir so vor. Aber da müssten Sie mal mit jemandem reden, der diesen Weg schon gegangen ist. Hatten wir gerade jetzt jüngst mit Daniel Bleckmann, da hatte der gerade seinen Erstroman veröffentlicht. Er hatte seinen zweiten schon, genau. Also mit Family Quest und Doggerland dann damals im Kinder- und Jugendbereich.
und ist jetzt so im dritten, würde ich jetzt mal sagen, so richtig am Durchstarten. Der ist jetzt noch nicht so lange erschienen, 2 Wochen. Aber das ist, war auch ganz spannend, dass er da aus der Perspektive von, ich sage jetzt mal, den jungen Hüpfern so mit erzählt hatte. Aber bei ihnen läuft es ja jetzt auch in der Zwischenzeit so ein bisschen anders. Also sie haben ja gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, dass, ja, ich habe halt Verträge mit 600 Seiten und was ich mache, ist super. Und ansonsten rede ich mit dem Verlag nicht, was ich mache. Das ist, also warum verraten sie nicht mal ihrem Verlag, was sie an Ideen haben? Es ist riskant, weil ja, also ich habe es, ist auch wieder keine feste Regel, habe ich auch schon gemacht. Also als ich den Nachfolger zum Jesus-Video geplant habe, das habe ich vorab verraten, ist auch auf große Begeisterung gestoßen. Aber ich habe so eine Lücke in diesem Lebenslauf vor dem König für Deutschland. Mhm. Da war es so, dass ich einen Roman angefangen hatte und dann gemerkt habe, der funktioniert nicht. Mhm. Und ich kann aber jetzt auf die Schnelle auch keinen anderen aus dem Hut zaubern. Dann musste ich also darum bitten, sozusagen das Ganze um ein Jahr zu verschieben, was dann auch ging. Also Verlage sind in der Hinsicht Kummer gewöhnt. und dann der nächste Roman, den ich dann tatsächlich geschrieben habe, war eben Der König für Deutschland. Mhm. Und da habe ich schon relativ früh beraten, worum es geht und so weiter. Und der Verlag hat sich aber da ein anderes Buch vorgestellt, als ich versucht habe zu präsentieren. Also ich bin da offensichtlich nicht so richtig gut drin, die Idee eines Romans rüberzubringen, ohne den Roman beizulegen. Okay. Die haben sich einen Action-Thriller vorgestellt und dann lief da schon die ganze Maschinerie mit Werbemaßnahmen und Cover und so weiter. Und dann musste ich also mich ziemlich herumstressen, bis wir bei einem Titel und bei einem Cover und bei einem Klappentext gelandet waren, der auch darstellt, worum es in dem Roman geht. Weil Verlage erliegen manchmal der Versuchung zu sagen, ach komm, Hauptsache ist, das Buch ist erstmal verkauft, was dann drin steht, ach, dann die Leute sich schon damit arrangieren. Tun sie nicht. Also ein Klappentext, der nicht dem Buch entspricht, irritiert praktisch jeden. Ja. Das habe ich auch schon erlebt, da habe ich einen Roman von Jeffrey Archer gelesen, wo der Klappentext was völlig anderes erzählt hat, als es in dem Buch ging, hat mich die ganzen 600 Seiten hindurch gestört und geärgert, was eben schade ist, weil Archer ist ein toller Romanautor und das kann es einem echt verderben. Und, also das ist mir wichtig, dass eben das so rüberkommt, wie es ist, dass das Cover nichts Falsches erzählt, dass der Klappentext nichts Falsches erzählt und der Titel auch. Und das ist am besten erreicht, wenn man so spät wie möglich damit rausrückt, worum es im nächsten Mal geht. Das ist natürlich etwas, was man sich nicht ohne weiteres leisten kann, aber ich kann es mir leisten. Ja. Wie ich überhaupt man macht erst einen Vertrag und schreibt dann ein Buch, das sehe ich ein bisschen kritisch. Also der Literatur wäre sicher besser gedient, wenn man immer mit einem fertigen Manuskript kommen müsste. Mhm. Aber ist halt jetzt so. Dazu gibt es eine Frage von den Menschen da draußen. Genau, es gibt zwei sogar, die eigentlich ganz gut passen. Wir fangen mal hinten an. Ja. Nämlich, wie gestaltet sich dann die Zusammenarbeit mit dem Lektor oder der Lektorin? Haben Sie da jemanden im Verlag, mit dem Sie schon lange zusammenarbeiten, also so als Critical Friend? Oder? Weil das begegnet uns hier in der Reihe öfter, dass es da so wirklich über Jahrzehnte fast Zusammenarbeiten gibt mit Leuten, wo man sagt, die lesen immer, die sind wertvolle Ratgeber. Und die haben nicht so das Oberlehrerhafte. Oder wechselt das auch öfter mal. Man so noch kennt, sondern es ist eher fast partnerschaftlich, freundschaftlich. Oder ist es eher was, wo man sagt, oh, wenn ich das irgendwie umgehen kann, umgehe ich das eher? Nein, also das ist schon, es ist schon immer ein Ringen. Aber es ist ein Ringen in die gleiche Richtung. Also beide wollen ja, dass der Roman möglichst gut wird. Ja. Und es ist ja so, ich habe zwei Verlage, bei denen ich hauptsächlich veröffentliche, Arena, die Jugendbücher und Lübbe, die anderen. Bei Lübbe habe ich schon eigentlich jetzt seit ziemlich langer Zeit denselben Lektor, mit dem das auch ganz gut läuft.
Bei Arena hat es öfters gewechselt, was aber daran damit zu tun hat, dass dort halt die Leute mehr Fluktuation haben, wie es in Verlagen eigentlich eher der Normalfall ist. Und aber ich hatte immer dort gute Lektorinnen, also die sich im Jugendbuch, habe ich so den Eindruck, da sind die Lektoren eher strenger. Mhm. Weil, was ja auch irgendwie, also man sollte ja Kindern und Jugendlichen keinen Quatsch erzählen. Das kann man bei Erwachsenen, kann man mehr voraussetzen oder kann denen mehr zumuten. Also da ist schon immer viel, da musste ich immer schon viel ändern. Aber es war so ein Hin und Her und manches waren dann eben auch Sachen, die schon fast peinlich waren. Also beim Mars-Projekt hat mir eine Lektorin mal nachgewiesen, dass ich eine 8-Tage-Woche auf dem Mars eingeführt hatte. Also da und dann schlafen, 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 schlafen. Und nach 8 Tagen ist wieder Sonntag, was in der Geschichte immer mit einem kleinen Fest verbunden ist. Und ich sage, ja, Mist, ja, stimmt. Das war eben der Fehler, dass ich mir das nicht überlegt hatte, was, also bloß so quasi aus dem im Kopf gedacht habe, ja, jetzt müsste wieder Sonntag sein, aber es war dann tatsächlich nicht so. Jetzt mal davon abgesehen, dass sowieso die Frage wäre, wie der Kalender der Erde mit einem Kalender einer Mars-Siedlung überhaupt übereinstimmen könnte, weil ja der Mars-Tag ein bisschen länger ist und da müsste es eigentlich Verschiebungen geben, aber das war so ein Problem, was ich einfach elegant verschwiegen habe. Ist es denn so, dass Sie dann auch gerade dann eben an die Verlage, auch eine Frage aus dem Chat, dann auch Werke oder Manuskripte schicken, die noch nicht perfekt sind? Oder müssen die erst für Sie so rund sein, dass Sie sagen, ja, jetzt gebe ich es auch von meinem Schreibtisch auf einen anderen? Ja, ja, also ich versuche immer ein Manuskript abzugeben, von dem ich denke, also da können Sie jetzt nichts mehr dran finden. Es täuscht natürlich immer, aber der Versuch ist schon da. Also auch bis hin zu, dass ich die Satzzeichen alle richtig gesetzt haben will und die Leerzeichen und so weiter. Und da habe ich habe so eine kleine Liste von Sachen, die ich an dem Manuskript nochmal durchgehe, bevor ich es abgebe. Also es soll Nigelnagel gut aussehen, wenn es da ankommt. Und macht nicht jeder anscheinend. Mhm. Also einer meiner ersten Lektoren, der jetzt schon im Ruhestand ist, hat mal auf ein Buch im Regal gezeigt, ein großer Bestseller, und hat gesagt, alle Absätze und alle Anführungszeichen darin sind von mir. Das ist ja das, und da kommen dann auch ein paar Zeichen zusammen. Aber solche Listen kennen wir. Ich habe auch so diverse Checklisten dann nochmal für meine Beiträge, bevor die dann irgendwie an die Verlage geschickt werden. Aber das ist dann eben für Romane wahrscheinlich dann nochmal umfangreicher. Ja, also auch das sind zum Beispiel auch so Sachen, dass ich auf so schwäbische Ausdrücke achten muss. Mhm. Schwabizismen. da habe ich auch so eine kleine Liste, die muss ich aber immer nachgucken, weiß ich nicht auswendig. Mir ist das sehr sympathisch, weil ich stamme ursprünglich aus dem Ludwigsburger Raum und wohne jetzt im Hohenloischen, also im Norden hinter Heilbronn. Es ist wunderbar. Man findet immer wieder diverse Formulierungen, die man dann hier im Schwarzwald dann doch wieder nicht so kennt. Ja, das ist schon nochmal so eine Sache. Aber mit dem mit diesem Perfektionismus, das finde ich schon spannend. Also man hat jetzt diese 1300 Seiten von eines Menschenflügel. Die kriegt dann so ein Lektor auf den Tisch und der sagt dann erstmal Dankeschön. Wir sprechen uns in 3 Wochen, 4 Wochen. Man braucht ja so einen Tag. Also, wäre es dann nicht einfacher, die Leute schon früh, also jetzt zumindest einen ausgewählten kleinen Kreis früher reinzuholen? Oder ist es dann, also wie viel verändert sich dann noch? Weil wenn dann so ein Lektor kommen würde und würde sagen, hör mal, total schön, aber das mit den verschiedenen Perspektiven, das funktioniert wirklich nicht. Das bitte nochmal glätten in eine andere Richtung. Also ich vermute, da haben Sie jetzt ein Standing, dass Ihnen das nicht mehr passiert. Aber wenn wirklich immer so Dinge kommen, die größere
und Umbaumaßnahmen erfordern. Wie kompromissbereit also sind Sie da noch? Das hat es schon gegeben. Also bei den Jugendbüchern, da, wenn es dann so, also die Liebesgeschichte, die kann so nicht bleiben. So, ja. Da widerspreche ich dann auch nicht, weil das wissen die Lektorinnen dann besser als ich. da war teilweise schon einiges zu machen. Oder der Letzte seiner Art, der war erst 50 Seiten kürzer. Und ich hatte aber, als ich es abgegeben habe, das Gefühl, so richtig rund ist es noch nicht. Und da habe ich also tatsächlich dann drauf gewartet, was mir der Lektor sagt. Und der hat dann gesagt, der hat mir so eine Frage gestellt, so, was ist denn mit den anderen Cyborgs? Und das, dann ist mir so, das war so die Frage, die so ganz viel ins Rollen gebracht hat. Und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, ja, was ist eigentlich mit den anderen? Und dann habe ich da geschrieben und gemacht und getan. Und da habe ich also den Roman tatsächlich nochmal auseinandergenommen und ganz neu zusammengebaut und die anderen berücksichtigt. Und dann war er rund. Das war sozusagen der Hinweis, der dieses Buch dann gerettet hat. Und das ist aber ein Buch abzugeben mit diesem Gefühl, ich bin noch nicht ganz da, aber der Termin naht, ist ein ausgesprochen blödes Gefühl. Das versuche ich zu vermeiden, indem ich eben auch früher fertig bin und entsprechender Zeitplanung und Abzielen und so weiter. Weil also ich möchte schon das Gefühl haben, wenn die jetzt das Manuskript nehmen und einfach so drucken, wie es ist, dann ist es auch okay. Okay. Und das ist mir tatsächlich auch einmal passiert, nämlich mit dem Roman Quest. Da habe ich abgegeben und gar nichts mehr gehört. Da habe ich dann erst wieder das fertige Buch gesehen, als es erschienen ist und ich zu einer Präsentation gegangen bin. Das war damals in Stuttgart, in der Buchhandlung Lehmann, die es nicht mehr gibt. Okay, laufe ich da rein und dann liegt dieses Buch da und sage, ah, hallo, da bist du ja wieder. Man sieht sich dann doch immer zweimal. Man sieht sich ja doch immer zweimal. Also da war es dann so, dass es quasi so übernommen wurde, wie ich es geschrieben habe. Okay. Aber das war auch der einzige Roman, der, glaube ich, bei Heine direkt erschienen ist, oder? Als erstes erschienen ist, oder? Die anderen, danach kam an Lübbe, oder? Wenn ich das. Vielleicht vertue ich mich auch, aber. Ja, das war schon vereinbart. Also das war ein längeres Projekt. Also der Wolfgang Jeschke, der damals die Science Fiction gemacht hat, der wollte einen großen, dicken Science Fiction Roman von mir. Und dann ging es eine Weile hin und her, wann und wie und welche Bedingungen. Und ich habe ihm so Vorschläge geschickt und dann war das schon vereinbart, als quasi Lübbe noch gar nicht Thema war. Also das war so eine Geschichte mit etwas längerem Vorlauf. Ich habe noch zwei Dinge, die ich nicht drum will. Ja, und dann müssen wir aber auf jeden Fall auch noch die Frage im Chat mit unterkriegen. Aber ich hab trotzdem, eigentlich sind es zweieinhalb. Drei. Okay, drei. Aber das ist. Vielleicht decken Sie sich ja damit. Na, es ist halt, das eine ist die Frage rund um Kurzgeschichten. Was Kurzgeschichten Ihnen bedeuten? Weil es ist ja so, dass es. Ich kenne wenig populäre Autorinnen und Autoren, die neben den Romanen auch doch noch vergleichsweise regelmäßig Kurzgeschichten veröffentlichen. Und vor allem ja dann auch noch alte Kurzgeschichten-Sammelbände ja dann doch nochmal um neuere erweitern. Ja, und was ist jetzt die Frage? Was bedeutet es eben sozusagen, war die Frage von. Genau. Also ich kenne schon welche. Also Stephen King, das sind ja die Kurzgeschichten oft besser als die Romane. Ja. Schon, da gibt es auch viele Anthologien. Ja gut, ansonsten bin ich da auch nicht so firm. Kurzgeschichten gibt es ja auch nun sehr viele. Sie erscheinen oft nur einmal. Man hat richtig viel zu tun, wenn man sich da den Überblick bewahren will. Und
den habe ich nicht. Ja. Bei mir ist es so, dass ich eben oft darum gebeten wurde, eine Kurzgeschichte irgendwo beizusteuern. Manchmal war es irgendwie verlockend, weil es ein schönes Projekt war. Manchmal war es, wenn du mitmachst, dann verkaufen wir bestimmt doppelt so viele davon. Dann kann man auch schlecht Nein sagen. Und und Kurzgeschichten ist ja so ein bisschen das, wie man auch anfängt. Also das ist, eine Kurzgeschichte zu schreiben, das ist eine überschaubare Sache. Mhm. Das ist kurz eben. Weil es vernünftiger Zeit fertig werden. Ein Roman, an dem sitzt man ein Jahr oder zwei oder drei. Und muss immer dranbleiben und sagen, ja, heute gehe ich nicht ins Kino, heute schreibe ich an dem Roman weiter und so weiter. Also es werden wahrscheinlich 10-mal mehr Romane angefangen als beendet. Und die Kurzgeschichte, das ist was, das kann man durchziehen. Aber sind das dann so Pilotprojekte auch zum Teil? Also, dass man sagt, okay, ich guck mal, ob ich irgendwie eine Feder finde für diesen Stoff. Oder ist es eher so auch, dass man manchmal sagt, so, ich muss das irgendwie aus meinem System raus haben? Also ich kenne so verschiedene Arten des Schreibens, deshalb frage ich da. Kurzgeschichte ist oft, es ist eine bestimmte Art von Idee, die eigentlich nicht einen Roman tragen würde, sondern eine Kurzgeschichte, eine gute Kurzgeschichte, die beginnt mit einem knackigen Satz, der einen weiterlesen lässt und endet mit einem knackigen Ende, wo man sagt, ah, das war jetzt aber überraschend und gut. Also klappt nicht immer so, aber es ist so die, wenn man es so hinkriegt, ist es schon mal nicht schlecht. Und manchmal hat man halt so Ideen und man sagt, nee, also einen ganzen Roman prägt es nicht, aber eine Kurzgeschichte taugt. Und ja, also ich habe nicht so schrecklich viele Kurzgeschichten geschrieben in meinem Leben. Also die sind ja alle in diesem Sammelband. Ja. Und den hat man erweitert, weil es nicht genug waren, um einen zweiten rauszubringen. Das wäre natürlich dem Verlag lieber gewesen. War das vom Vorgehen dann bei Exponential trifft, was ja erstmal eine Fortsetzungsgeschichte in der FAZ war und dann ja erst hinterher in einen Roman mündete? War das beim Vorgehen dann bei dem Projekt ähnlich? Weil jetzt Fortsetzungsgeschichten sind ja jetzt auch, gibt's schon, aber ist jetzt nicht mehr so das Populärste. Ja, genau, das war auch der Grund, das zu machen. Also das war so, dass mich der Frank Schirmacher nach Frankfurt eingeladen hatte und weil er ein Projekt mit mir besprechen wollte. Und da bin ich dann natürlich hingefahren. Und das Projekt, was er dann vorhatte, war eine echte Fortsetzungsgeschichte. Er hat gesagt, das ist seit Dickens, hat er gesagt, nicht mehr so richtig gemacht worden. Ja. Also wirklich, er wollte eine Geschichte, die tatsächlich in Echtzeit geschrieben wird. Also nicht ein Roman, den man dann verhackt und stückchenweise veröffentlicht, sondern ich sollte das quasi jede Woche schreiben und so eine Art, gesagt, so wie Lindenstraße. Ja. Damals hat er gesagt, von ihm aus kann es 10 Jahre gehen. Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, was Sie sagen. dann haben wir das so gemacht. Also ich habe die ersten 3 Folgen auf Vorrat geschrieben, weil wir just da Urlaub geplant hatten. Das war ja auch, also praktisch die erste Folge ist, glaube ich, erschienen und dann war dieses 9-11 Dings, wo ich gedacht habe, oh, wenn ich das jetzt im Roman verarbeiten, also in der nächsten Folge verarbeiten müsste, schwierig. Was man als denkt als Schriftsteller, nimmt man die Dinge manchmal etwas skurril wahr. Und ich hatte damals so einen elastischen Plan, jeweils wie es weitergeht. Da hatte ich so eine Excel-Datei, wo man konnte in Excel damals so
Kästchen mit Text drin machen und mit Pfeilen verbinden. Und dann habe ich gesagt, also wenn das passiert, dann passiert als nächstes das und dann das und dann das. Und dann hatte ich so Querstriche, was die einzelnen Folgen sind und habe das dann so angeordnet. Das musste ich dann öfters verschieben, je nachdem, wie es sich dann halt tatsächlich entwickelt hat. Und habe dann also jede Woche eine Folge geschrieben. Meistens war die dienstags fertig, dann habe ich sie mittwochs nochmal durchgesehen und vor allem gekürzt, weil ich die ist mir immer zu lang geraten. Die durfte nur 4¼ Seiten lang sein, damit sie da reinpasst. Und habe sie dann abgeschickt und am Sonntag ist sie dann erschienen. Und es ging so und ging so und war dann doch nicht so der Hit, wie er sich das vorgestellt hat, weil, wie sich herausgestellt hat, ist die Fortsetzungsgeschichte in Zeitungen aus gutem Grund vergessen, weil die Leute das nicht so lesen wollen. Also alle, die die Geschichte mochten, haben gesagt, ja, ich warte halt immer, bis 10 Folgen erschienen sind und lese dann am Stück. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ja, genau. Und meine Theorie war, dass wir heutzutage einfach geübter im Lesen sind, als die Leute zu Zeiten Dickens. Damals hat man halt das kleine Ding gelesen und dann war man erstmal erschöpft und hat gesagt, jetzt habe ich Zeit, bis nächste Woche die Fortsetzung kommt. Und heutzutage saugen wir das weg und sind dann unzufrieden, dass es schon aus ist. Und ja, und nach 38 Folgen oder so haben sie dann gesagt, ja, also wir würden es dann jetzt doch gern beenden. Und ich habe gesagt, lassen Sie mich noch bis Folge 42 schreiben. 42 ist eine wichtige Zahl in der Science Fiction. und dann habe ich halt sozusagen das ziemlich abrupt dann zu Ende gebracht mit so Stoff, der noch für, weiß nicht, viele Folgen gereicht hätte, wenn man das so hätte ausgemalt und dann hätte noch was passieren können, noch was. Und dann wollte man eben ein Buch draus machen und hat festgestellt, es wird ein sehr dünnes Buch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann da ganz viel dazu schreiben, wie es passiert ist. Und dann ist eben dieser seltsame Werkstattband rausgekommen dazu, ein Drittel aus. Ja. Aber ich muss sagen, der hat mich sehr beeindruckt. Da hatte ich großen Spaß dran, den auch nochmal zu lesen, weil das einfach nochmal so vieles auch erklärt hat. Davon, weil auch dieses abrupte Ende, was man, wenn man diese Genese nicht kennt. Was mich da total mitgenommen hat, ist die Frage der Technik. Weil in diesem Werkstattbericht schreiben sie ja auch, dass sozusagen dieses technische, es war kein Blackberry, aber es war irgendwas mit Tastatur, wo man unterwegs schreiben konnte. Etwas, was heute selbstverständlich ist, damals aber relativ neu war. Ich habe jetzt gerade die. Ja, das war ein Psion. Ein Psion. So. Genau. Psion M5, ja. Und da hat sich dann die Frage für mich dann nochmal ein bisschen aufgetan, weil es gibt ja alte Berichte darüber, wie sehr die Schreibmaschine seinerzeit Schreibprozesse verändert hat. Und dann jetzt auch der Psion und dann aber auch so Dinge jetzt wie Papyrus, mit dem sie ja auch durchaus arbeiten als Schreibprogramm. Dinge, die immer wieder so, wenn man so ihnen so ein bisschen folgt, poppen so diese Technikelemente fürs Schreiben immer wieder auf. Deshalb die Frage, welche Rolle spielt Technik für Ihr Schreiben? Verändert das das Schreiben oder ist es... Erleichtert, erschwert? Also, es... Ich muss sagen, also ich habe ja das Schreiben angefangen auf einer Schreibmaschine. Also ich habe nie Prosa von Hand geschrieben. Und ich habe es mal probiert, als ich auf Reisen war, nichts anderes dabei hatte und eben nur ein Notizblock, aber es ist nichts, es war jetzt nicht die Erfahrung, wow, ich muss von Hand schreiben, damit es richtig gut wird. Von Hand schreibe ich bloß Notizen, also ich denke von Hand, aber ich schreibe auf einer Tastatur, das ist so meine Zweiteilung. Und ich habe also meine Jugend über einer Schreibmaschine verbracht und sozusagen da das Maximum rausgeholt, was man da so machen kann. Und habe aber eigentlich, ohne es zu ahnen, immer davon geträumt, einen Computer zu haben. Und als ich das erste Mal mit Computern in Berührung kam, während des Studiums, das waren damals noch große Kleiderschränke mit der Leistungsfähigkeit einer singenden Glückwunschkarte ungefähr. Also,
kann man heute gar nicht mehr sich vorstellen, mit, dann, ja, mit Lochkarten füttern musste und so weiter. Ja. Und dann gab es aber welche, die hatten schon Tastatur. Und da war natürlich mein erster Gedanke, ja, könnte man nicht damit was schreiben? Und dann gab es einen Kommilitonen aus einem höheren Semester, der sich, fürs, um seine Doktorarbeit zu schreiben, ein Textprogramm gebastelt hat auf einer PDP 6, glaube ich. Das aber nur Großbuchstaben konnte. und das war so mein Wunschtraum, war immer ein Computer zu haben, praktisch das auf einen Bildschirm zu tippen und dann eben was, das, was ich, wo ich mich vertippt habe, einfach überschreiben zu können, zu ändern zu können. Und jetzt heute ist das der Normalfall. Und ich denke, dass das Schreiben auf die Weise fluider wird, flüssiger, weil man sozusagen der Text, der entsteht, ohne mit weniger Widerstand den Gedanken folgt. Mhm. Ein bisschen Widerstand muss wahrscheinlich sein, damit man nicht zu leichtfertig ändert, aber ist, da, und, ja, selbst Marcel Reich-Ranitzky hat ja gesagt, Computer ist eine gute Erfindung, weil dank dessen die Autoren mehr überarbeiten, als ich es früher gemacht habe. Ja. Also sozusagen heilig gesprochen, die Erfindung. Und es geht mir auch so. Also die früher, wenn man so, wenn so eine Seite total vertippt war, also ich habe nicht mit Tippex gearbeitet, sondern ich habe es halt ausgeixt, was falsch war. Und dann sah die Seite hässlich aus. Ich sage, nee, die schreibe ich jetzt nochmal. Das war einfach lästig und ich wollte es einfach schön haben. Ja. Und dann habe ich mich dann wieder ein bisschen vertippt und musste wieder was ausixen und so. Das hat mir nicht gefallen. Und so Techniken, wenn ich jetzt da, was weiß ich, in Papyrus, ich brauche ein Synonym, ich muss nicht im Lexikon blättern, ich nehme einfach die rechte Maustaste und dann zeigt mir das 250 Synonyme an und dann kann ich mir überlegen, wenn ich so schreibe, wenn ich so schreibe, ah, das passt. Dann kann ich bloß draufklicken, dann ist es schon ausgetauscht. Das macht es auch wieder fluider. Und ja, das heißt, ich bin dann mehr, kann mehr bei den Gedanken, bei der Vorstellung bleiben und muss weniger jetzt mit der Technik kämpfen. Dazu passt noch eine Frage aus dem Chat, die wohl die Chatkontrolle total umtreibt an der Stelle. Ist es dann so, ist es so ein bisschen die Frage nach dem Lieblingskind. Haben Sie dann eine Lieblingsgeschichte von sich selber? Also noch die, die dann eher früher geschrieben wurden oder die jetzt dann eben auch mit den von heute eben entstehen? Oder haben auch Sie keine Lieblingsgeschichte und kein Lieblingskind, das Sie damit in die Welt gesetzt haben? Will ich nicht, nein. Das ist so oft so. Haben wir zum Ende noch eine Frage, die wir eine ganze Zeit lang... In Anbetracht der Zeit. Genau, in Anbetracht der Zeit, weil wir könnten noch ganz viel, wir haben noch ganz viele Dinge, ich wäre auch noch gespannt rund um die medialen Adaptionen. Und Hörbuchkürzungen. Genau, und genau wie ein... Also viele, viele Fragen. Aber irgendwann ist das schönste Gespräch auch rum. Aber wir haben festgestellt, als erwachsene Menschen kriegt man gewisse Fragen viel zu selten gestellt. Das ist sowas wie schnell läufst du in deinen neuen Turnschuhen? Fragen, die man als erwachsener Mensch auch gar nicht mehr immer beantworten möchte. Aber eine Frage, die wir am Anfang... Ich würde sagen, was sind Turnschuhe? Die Frage, die wir aber doch gerne gestellt haben zum Anfang dieser Reihe war, was denn der Lieblingsdino sei? Weil das ist das eine Frage... Das wird man als Erwachsener nie wieder gefragt. Haben Sie einen Lieblingsdino? Ein Lieblingsdinosaurier? Ja. Ja, ich glaube, das ist der Triceratops. Das ist sehr schön, dann haben wir den gleichen Lieblingsdino. Triceratops ging hops. Trauriges Gedicht. Direkt schon wieder was Neues veröffentlicht. Herr Eschbach, an der Stelle ein großes Dankeschön von uns wieder für dieses zauberhafte Gespräch, was uns großen Spaß gemacht hat. Ja, wir auch.